Herzlich willkommen bei unserer Zusammenfassung der Weltmeisterschaft der Standardformationen in Braunschweig. Insgesamt haben 18 Formationen für diese Weltmeisterschaft genannt, darunter auch zwei österreichische Formationen. Und wir sehen sie hier gerade bei der Begrüßung, bei der Eröffnung. Und ich glaube, dass Standardformationen in Österreich so weit bei einer Weltmeisterschaft dabei sind, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ganz neu und Österreich ist ja traditionell eine Großmacht, darf man ohne falsche Bescheidenheit sagen, bei den Lateinformationen. Aber wir haben erst seit kurzem überhaupt die Möglichkeit, selbst Bewerbe in den Standardformationen abzuhalten und wir sind zum ersten Mal durch zwei Teams bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Dieser Mann ist mit Schuld, den wir kurz gesehen haben. Sebastian Hoffmann, das ist das österreichische Team. Das ist diese österreichische Formation vom TSK Wienerwald Mödling bis ins Semifinale geschafft hat. Amour fatal, das ist das Thema, das sie sich für ihre Darbietung gewählt haben. Es ist eine sehr junge Formation. Erst seit circa 3 Jahren besteht sie in dieser Form und das ganz Besondere, das meint Sebastian Hoffmann immer, das ist, dass dieses Team fast ausschließlich aus aktiven Tänzern von der D- bis zur S-Klasse besteht. Anders gesagt heißt das, dass diese Paare auch noch die Zeit finden, Formation zu tanzen. Ja, es ist bei vielen eher umgekehrt, dass sie auch noch die Zeit finden, als Paar an Bewerben teilzunehmen. Aber das ist ein Kennzeichen aller guten, sehr erfolgreichen Formationen, dass sie eben aus sehr, sehr guten, erfahrenen Einzelpaaren bestehen. Wie bei allen Formationsdarbietungen wird ein Einzug und ein Ausmarsch durchgeführt, der aber nicht bewertet wird. Der Wertungsteil selber besteht aus 4,5 Minuten und bei den Standardformationen müssen alle 5 Standardtänze auch in irgendeiner Form gezeigt werden. Zusätzlich dürfen 2-mal für eine kurze Sequenz Fremdtakte, zum Beispiel lateinamerikanische Rhythmen, verwendet werden. Und für in den Standard-Dancen ist das ganz besonders streng, also nur manchmal für wenige Takte darf die Haltung gelöst werden für bestimmte Übergänge, also während des Wertungsteils. Es ist das erste Mal, dass diese Formation überhaupt an einer Weltmeisterschaft teilnimmt und dann haben sie es gleich bis ins Semifinale geschafft. Und ich glaube, das zeigt, wie viel Potenzial in diesem jungen Team steckt. Ja, sie sind bei ihrem ersten Auftritt österreichische Vizemeister geworden, das Jahr darauf gleich österreichische Meister und sind als solche eben zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Und wie in Latein schon seit vielen Jahren, haben wir jetzt auch bei den Standardformationen in der Weltmeisterschaft 2 Teams aus Österreich. Da können wir, glaube ich, sehr stolz sein. Das zweite Team übrigens vom TSC Schwarz-Gold. Sie haben es allerdings nicht ins Semifinale geschafft und letztlich Platz 17 belegt. Is it you I keep thinking of? Should I feel like I do? I've come to know that I miss your love when I'm not missing you.
Ja, ein tolles Debüt, das Sie hier gegeben haben, das muss man wirklich sagen. Und im Vorfeld hat Sebastian Hoffmann gemeint, das, was Sie sich so ein bisschen schon von den anderen abgeschaut haben, das ist, dass Sie vielleicht in der technischen Qualität noch ein bisschen zulegen müssen, dass Sie etwas präzisere Bildwechsel anstreben müssen. Aber ich glaube, mit dem Engagement, mit dem dieses Team an die Sache herangegangen ist, das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Und es wäre ja wirklich fein, wenn jetzt neben den Lateinformationen, wo ja Österreich immer wieder mit zumindest zwei Formationen im Semifinale, oft auch im Finale vertreten ist, dass eben jetzt auch Standardformationen ganz vorne zu finden sind. Ja, Sie haben sich ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm vorgenommen. Wir haben es gesehen, vor allem im letzten Drittel, also mit sehr vielen Musikwechseln und gleitenden Musikwechseln, wo auch während des Tanzens nicht nur der Rhythmus, sondern auch der Tanz und das Bild gewechselt hat. Und das haben sie eigentlich sehr, sehr flüssig zusammengebracht mit teilweise wirklich minimalen Stellungsfehlern. Sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn sie das noch zur Perfektion trainieren, glaube ich, haben sie durchaus Chancen, auch einmal im Finale aufzutauchen. Auf Anhieb auf Platz 9 zu tanzen, das ist es letztlich geworden. Das ist ja wirklich etwas außergewöhnlich Schönes und man darf nur wirklich hoffen, dass es in dieser Tonart weitergeht. Wir sehen es also hier, Platz 9 für den TSK Wienerwald Mödling und seinem A-Team.